Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute gibt es für euch 5 fertige Safe Games für PlayStation 4 und PlayStation 5. Was benötigt ihr dafür, um das Ganze hier überhaupt machen zu können? Ihr braucht auf jeden Fall einen Laptop oder einen PC. Ihr braucht das Programm Safe Wizard und natürlich einen USB-Stick, um die Daten hin und her zu transferieren. Wenn ihr noch keine Ahnung habt von diesem Programm, schaut bitte runter in die Beschreibung. Da findet ihr allgemein immer alle wichtigen Sachen, die hierzu gehören zu diesem Video. Und für alle PlayStation 5 Spieler, bitte beachtet, dass wenn ihr eine PlayStation 5 habt, funktioniert das ebenfalls. Ihr braucht halt nur die PlayStation 4 Version. Habt ihr schon eine etwas neuere Version des Spieles, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr den Spielstand erst in den Online-Speicher hochladet und dann aus dem Online-Speicher auf der PlayStation 5 wieder herunterladet. Kommen wir erstmal zu den Spielen, die ich dieses Mal herausgesucht habe. Link zum Download befindet sich ebenfalls in der Beschreibung. Das allererste Spiel, was es geschafft hat, befand sich auch schon im PlayStation Plus Abonnement, und zwar Naruto Shinobi Striker. Da habt ihr einen gemoddeten Spielstand, den ihr nutzen könnt. Dann als nächstes haben wir Crash Bandicoot, befand sich ebenfalls schon im PlayStation Plus Abonnement. Als nächstes haben wir Jurassic Evolution 2. Als vorletztes Terraria, befand sich ebenfalls schon mal im PlayStation Plus Abonnement. Und als letztes haben wir noch ein etwas neueres Spiel, was es auch für die PlayStation 5 gibt, und zwar Tiny Tina Wonderlands. Nun zeige ich euch noch eine kleine Anleitung, wie ihr diese Spielstände nutzen könnt anhand eines Spieles, und zwar Naruto. Damit ihr den Spielstand erstmal brauchbar machen könnt, muss er auf eure Speicher-ID angepasst werden. Deswegen brauchen wir jetzt Safe Wizard. Das Programm läuft nur auf Laptop oder PC. Wenn ihr das Programm geöffnet habt, steckt ihr noch den USB-Stick an. Habt ihr schon Spielstände drauf, werden diese angezeigt. Und dann geht ihr bei Safe Wizard rechts neben den Cheats einmal auf Resign drauf. Habt ihr Spiele auf dem USB-Stick, werden diese nun angezeigt. Und dann geht ihr nochmal nach ganz rechts auf Importieren. Und dann sucht ihr euch jetzt einmal das Spiel heraus, was ihr nutzen wollt. In dem Falle ist das bei mir Naruto. Das befindet sich jetzt hier unter Downloads. Mal angenommen, ihr habt jetzt das Problem, dass bei euch kein Bücherstapel erscheint, sondern einfach nur ein weißes Blatt Papier. Dann liegt das daran, dass ihr vielleicht noch nicht WinRAR installiert habt. Sollte das der Fall sein, installiert euch WinRAR. Das ist ein kostenloses Programm. Sorgt einfach nur dafür, dass große Dateien komprimiert werden und dann Rechner nochmal neu starten, solange das bei euch nicht so angezeigt wird in Bücherstapelform. Wir wählen nun den Spielstand aus, dann gehen wir auf Öffnen, dann sollte sich ein neues Fenster öffnen, hier doppelt Linksklick reinmachen, dann bekommen wir hier die Systemversion, die markiert ihr euch, geht auf Importieren, die Meldung nehmt ihr mit OK an, sucht euch jetzt den Account raus, auf dem das landen soll, wir gehen auf Apply, habt ihr jetzt schon so einen Spielstand drinne, dann werdet ihr jetzt gefragt, ob ihr das Ganze überschreiben wollt, ich werde das jetzt hier einfach überschreiben und dann fängt das Ganze auch schon an. Der ganze Prozess ist nun fertig, letzte Meldung mit OK annehmen, USB-Stick abmachen und an die Konsole anstecken. Bevor ich nun den Spielstand nutze, bin ich nochmal im Spiel allgemein drin. Ihr seht den Charakter, ihr seht oben links das Level und den Namen, dann Anwendung schließen. Die Anwendungen müssen allgemein immer geschlossen sein, wenn ihr Online-Spiele habt und das da drinnen nutzt. Es gibt nur einige Spiele, wo das unterstützt wird, dann achtet darauf in den Einstellungen, dass bei Netzwerk das Häkchen draußen ist, dass ihr erstmal nicht mit dem Internet verbunden seid. Dann gehen wir bei den Einstellungen weiter runter auf die Verwaltung von der Anwendung gespeicherten Daten. Gespeicherte Daten auf dem USB-Speichergerät wollen wir in den Systemspeicher reinkopieren. Wir gehen auf das Spiel, machen hier ein Häkchen rein, gehen auf Kopieren und dann auf Gilt für alle. Somit wird der alte Spielstand überschrieben und der neue befindet sich jetzt auf der Konsole. Dann solltet ihr das nochmal prüfen, geht in den Speicher, geht hier auf den Systemspeicher, gespeicherte Daten, da werden praktisch alle Speicherstände angezeigt, die sich auf der Konsole befinden. Und dann haben wir hier Naruto und da befindet sich unser gemoddeter Spielstand und darüber die Systemeinstellungen, also die normalen Spieleinstellungen des Spieles. Wenn das dann bei euch ebenfalls fertig ist, einfach das Spiel starten, Netzwerkfunktion noch auslassen und dann einfach abwarten, bis ihr im Spiel drinne seid.
Das Spiel hat bei mir nun vollständig geladen. Ihr seht, der Name ist immer noch gleich. Wir haben jetzt aber eine andere Stufe und wir können unseren Charakter nicht mehr sehen. Jetzt schauen wir nochmal auf die Statistiken. Deswegen gehen wir hier auf die Spieldaten und ihr seht, hier hat sich jetzt einiges getan. Das ist alles modifiziert. Das könnt ihr jetzt auch nutzen. Wenn ihr das jetzt natürlich auch noch online nutzen wollt, dann müsst ihr jetzt als erstes mal in einen Laden einfach reingehen, irgendetwas kaufen, eine Mission machen. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr speichert diesen Spielstand so noch einmal ab. Und wenn ihr das dann erledigt habt, könnt ihr einfach in den Startbildschirm wieder rüber wechseln und anschließend einfach in die Einstellungen gehen, Netzwerkfunktion wieder anmachen. Und wenn ihr dann wieder im Startmenü drinne seid, einfach auf Weiterspielen drauf gehen. Die Verbindung zum Server wird hergestellt und ihr seht, wir sind jetzt im Online-Modus drinne, ebenfalls wieder nicht sichtbar. Und wir haben die gleiche Stufe mit den ganzen Daten, die wir auch ohne Netzwerkverbindung hatten. Die haben wir jetzt aber auch im Online-Modus. So einfach geht das Ganze. Gibt es noch Fragen oder habt ihr Probleme? Schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne mit auf den Discord-Server kommen. Da helfen euch die Leute bestimmt auch weiter. Wenn ihr euch jetzt sagt, es fehlen vielleicht noch Spiele, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.